Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde der, ja, wie Dave es sagen würde, der modernen Unterhaltungsmedien, irgendwie sowas dachte er immer am Anfang. Gauner! Gauner, ja, Klauer hier. Willkommen wieder zurück mit eurem Razer und natürlich mit Chunk, der mich wirklich Hey, in ein hey! paar Parts unterstützt. Falls ihr euch schon wundert, dass die Tür da unten auf ist, hab mir gedacht, ich erspare euch das ganze Gebimps und mach schon mal. Hier die Ton kennen wir ja schon. Den hatte ich vorher leichter da. In Ordnung. Ich hab's fast geschafft! Über das Ziel hinaus. Er ist tot. Wen meinst du, Link oder das kleine Vieh? Ich hab gewonnen. Edna gibt's nur Rubine. So. Bevor ich jetzt sterbe. Nein, die nutze ich nicht. Die nutze ich nicht. Die fliegen mir nur wieder davon, diese Scheißschlampen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Einigen wir uns auf ein Doppel-K.O. Das war unfair. Aber klasse. Dann hast du doch deine Feen. Ja. Ich meine. Ah, nein. War klar. Okay. Ah. Gut, warum dass ich meine das. Augen nicht häufiger dein Schild nutzt, frage ich mich. Auch auf dem Rückweg kann man das so schön nutzen. Du meinst so? Ja, zum Beispiel. Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich dann eventuell getroffen werde. Lass das Schild trotzdem vor dir. Nein. Hallo. Hallo. Ich bin eine Prinzessin auf dem Balkon. Wer rettet mich? Hallo? Hallo? Okay. Stille. Niemand mag mich. Wollt ihr nicht auch schon immer meine Prinzessin sein? Komm mal her, mein Freund. Komm mal her, mein Freund. Komm mal her, mein Freund. Ich hab gewonnen. Diesmal auf jeden Fall. So. Fee! Nein! Besser. Was denn? Was denn? Du siehst immer das Positive in den Dingen. Natürlich. Hi du. 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 So. Es war schon ein bisschen unfair für den Kleinen. Fee! Hopp von, ich will jetzt mal. Böse Fee! Böse Fee! Böse Fee! Soll ich mich ein bisschen sparsamer umgehen mit meinem Mana? Okay, doch nicht. Naja. Aber mal hier erstmal durchgehen und farmen. Oh, da ist eine Fee. Okay, die wird das mal. Das soll eine Fee sein. Das soll eine Fee sein. Das bettelt mich gerade dazu an. Deswegen rennst du auch weg. Ich merk's gerade. Hey. Okay, gleich habe ich ein Problem. Okay, ich lasse es gut sein. Ich lasse es gut sein. Mein Feengeiz ist. True Guides. Okay. Außer ich finde eine große Flasche. Siehe hier, Spiegel. Hm? Suchst du eine große Flasche? Siehe hier, Spiegel. Wieso habe ich gerade noch Mana verloren? Ja, die Viecher ziehen ja nicht nur Energie ab, sondern auch Mana. Und das schon immer. Wieso sagt mir das niemand zuvor? Aber das eigentlich mitkriegt. Eigentlich. Okay, ich weiß. Ich weiß, der große Weiser achtet nicht auf Kleinigkeiten. Ich hatte eigentlich vor, jetzt die einzufrieren und dann, aber okay. Oh, ich hab doch nochmal Mana bekommen. Das ist das Spiel. Es mag mich. Ja, natürlich. Das sieht so nach Boss aus. Die es damals entwickelt haben. Das sieht so nach kurz nach Boss aus. So. Wie kommst du darauf? Wegen dem Spannungsaufbau?
Wegen einer großen Bosstür mit der Bodenplatte, wo ein dreiköpfiges Wesen darauf abgebildet ist. Safe State, run. Gut, mein Lieber. Also Leute, das wird jetzt interessant. Wer den Boss kennt, weiß, was Wazer jetzt erwartet. Wer nicht, lässt sich genauso wie Wazer überraschen. Bis zum nächsten Mal. Nein, Spaß. Eine 5-minütige Aufnahme reicht doch wohl heute. Ah, okay. Du erinnerst mich an ein anderes Vieh, das ich schon mal bekämpft habe. Okay, erstmal radikalmäßig hingehen und austesten, was ich machen muss. Wir kennen uns vom vorherigen. Ich darf sterben, also kein Ding. Wir nehmen, die gehen zu drastischen Mitteln über. Oi. Wow, ich hab so gut getroffen. Ich dachte schon eben. Effizienz gleich. Okay, das war weniger. Okay. So. Ich habe das Gefühl, ich muss den Schwanz treffen. Warum willst du eigentlich jedes Vieh von Anfang an erstmal kastrieren wollen? Ich weiß nicht, aber... ich kann sogar... Das schon nicht. Du hast ein Problem irgendwie, Junge. Du schießt nur nach vorne. Willst du mir was damit sagen? Dass deine Schwachstelle vielleicht hinten ist? Oder dass du die vielleicht nur kurz zeigst? Nein? Alter, was muss ich bei dem Teil machen? Ich hab grad echt ein Problem. Ich häng mich da jetzt nicht rein. So, okay. Und dann lässt die Arena beben. Das hat eben mehr gebracht. Weil es spektakulärer aussah? Nein, irgendwie... Ich habe das Gefühl, es macht Damage. Also ich kann es gerade nicht hören, was bei dir im Spiel gerade abgeht, weil ich keine Tontenübertragung habe, aber... Du hast keine Tontenübertragung. Wenn du kein Stöhnen von dem Boss hörst, dann trifft das auch nicht. Halt! Nein. Doch. Vielleicht. Geh mal rein. Ich hab ein Schild. Richtig, du hast ein Schild. Das nützt mir nicht sehr viel. Also gehen wir logisch ran. Das ist eine Schildkröte, ne? Ja. Mit zwei zusätzlichen Köpfen, welche Feuer und Eis darstellen. Ich dachte schon eben, ich hätte ihn getroffen. Hast du eigentlich noch Feen? Ja, habe ich. Keine Sorge. Ich habe zwei Feen insgesamt. Frag noch. Ich mache das nur einfach, weil ich erstmal vorher wissen will, wie der Boss geht. Das ist okay. Such erstmal die Schwachstellen. Explodiert Bombe auch? Ja. Der Hals ist es nicht, oder? Gott, ey. Ich meine, ausweichen geht ja eigentlich so einigermaßen. Stimmt, der trifft dich eigentlich weniger, als du in die reinrennst. Ja. Ich versuche ja gerade gar nicht mal so auszuweichen, aber... Alter, hörst du mal bitte auf? Ich habe ja eigentlich gedacht, eventuell so elementmäßig so im... Denk weiter. Hallo. Okay.
Mal gucken. Aber jetzt gehen wir den Kampf ernsthaft an, glaube ich. Was wäre gewesen, wenn man die Stäbe nicht gehabt hätte? Also mir war so, als ob da mal irgend so ein Idiot, der mal den Hinweis gegeben hat, dass du den zweiten Stab schon mal später brauchen würdest. Ja, aber was ist, wenn man da unten die Stäbe hingeht? Ich hab's nie ausprobiert. Geht's überhaupt? Hat man die nicht automatisch? Nein, den Eisstab hat man so, muss man wirklich finden. Also ich würde sagen, wir fragen einfach die Vollprofis, welche ebenfalls die Videos sehen. Schreibt es doch einfach in den Kommentaren. Genau, also das würde mich wirklich, wirklich, wirklich sehr interessieren. Gut, meine lieben Freunde, jetzt geht's ran in den Speck. Okay, du kommst eh immer vorher. Aber ich hatte das doch eben eigentlich schon eingesetzt. Wieso treffe ich dich einfach nicht? Ja, du hast ihn nicht direkt getroffen gehabt. Jetzt hast du ihn getroffen. Jetzt Lehm, 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 Lehm. Jetzt habe ich ein Problem. So, Vollprofis, was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt, Vollprofis? Jetzt habe ich einen Feuerstab, der mir nicht viel bringt. Bist du sicher, dass der auch ohne Job-Alex hier geht? Oder gibt's ein... Ich sag's mal so, möglich ist es schon. Also ich erinnere bloß mal an Left 4 Dead, also da mussten wir auch immer auf so Munition achten. Ja, aber habe ich vielleicht so oft getroffen? Ich meine, ich habe drauf gespammt, ja, aber ich habe gedacht, eigentlich der lebt noch lange. Was mache ich jetzt so? Also jetzt so ohne... Gibt's nicht ein... Ich fände es ja schön, dass... Das Wort, wenn sie den Boden vereist und hoffen, dass er ausrutscht und sich das Genick bricht. Sicher? Geht das? Ja. Hat bestimmt auch noch keiner ausprobiert. Okay. Ich hätte vielleicht doch mal so einen Scheißtrank mitnehmen sollen. Okay. Dann mal mit Geduld ran. Reicht da. In Ordnung. Komm mal her, mein Freund. Fuck, ey. Sorry, Leute, aber... Racer ist gerade in Präzisionsarbeit verwickelt. Genau. Mach Mund auf, Biest. Lebst du noch? Jo. Eventuell mit dem Schwert auch draufschlagen, wenn das Vieh schon so... Geht das? Teilnahmslos dann da hängt. Ach so, okay. Dann versuchen wir es so. Dann kann man vielleicht Energie sparen. Leute, es tut mir leid, dass ich so viele Spoiler hier. Nein, ich habe mir ja schon gedacht. Ich kann Wazer gut leiden und Ruhe. Ich möchte ihn nicht unbedingt immer nur so leiden sehen. Nein, ich habe mir ja schon gedacht, aber ich habe es ja auch probiert zwischendurch, aber dann war das schon irgendwie, war ich zu spät, glaube ich. Was geht? Mann, ist der einfach. Mensch, das habe ich mehr erwartet. Man bedenke bitte den Anfangsteil dieser Aufnahme. Ja Gott. Mensch, soll er sich nicht so anstellen? Hallo, was ist denn das für ein Boss? Das will gerade noch was in der Hinterhand. Ja, er kann explodieren. Finale! Dark Tales. Okay, wir spielen jetzt Snake oder was? Hallo Snake. Darf ich auslachen? Autsch. Okay. Ich finde gerade eine Sache sehr unpassend. Nämlich die Eisfläche. Ups. Komm schon. Guck, und was soll das jetzt? Was soll daran schwierig gewesen sein? Ich meine, Nidros hat mir wirklich gesagt, der sei schwer. Ich kann es soweit verstehen. Also das nächste Mal halte ich meine Klappe, wenn du gegen irgendwelche Bosse antrittst. Nein, lass dich auch bloß so lange mehren, bis du 3-4 Aufnahmen wieder beisammen hast, okay? Nein, ich habe es ja so direkt verstanden. Ich habe gemerkt, okay. Ich habe gemerkt, die haben so einen gewissen Status. Wer vermutlich das nächste, was ich ausprobiert hätte, mit dem draufschlagen. Aber wenn man wirklich so ungefähr weiß, wie der geht, man hätte den Rückschau ein bisschen stärker mehr HP geben können. Okay, geschafft, Leute, geschafft. Wir sind trotzdem alle stolz auf dich.
So schwer war der jetzt. Leute, tut mir leid, dass ich das so beschleunigt habe. Es war keine Beschleunigung, ich hab's ja selbst irgendwie gemerkt, aber er wollte halt nicht. Bei mir zum Beispiel, ich hab ja gemerkt, ich wollte draufschlagen. Dann hat es erstmal nicht geklappt, aus dem Grund, weil er in dem Moment halt weggemacht hat. Also, ich bin dir so dankbar, dass du den langen Weg gekommen bist, mich zu befreien. Du bist der Held der Legende, auf den wir gewartet haben. Das wusste ich gleich, als ich meine Augen sah. Ganon befindet sich in seinem Turm auf dem Berg, geschützt durch deinen magischen Riegel. Kinderriegel. Er ist bereit, schon bald durch das Tor zu schreiten, das die Welten verbindet. Hat Ganon Hyrule erst einmal betreten, kann ihn wohl niemand mehr aufhalten. Du hast aber eine Chance, ihn aufzuspüren, solange er in der Schattenwelt ist. Nimm die Kristalle und mache dich auf zu Ganons Turm. Vertraue uns. Wir sieben werden unsere Kraft vereinen, um dir Zutritt zum Turm zu verschaffen. Gemeinsam mit dir werden wir dieses Land in den Frieden wiederbringen. Nur Mut. Mickey Mouse. Nein. Hast du alles verstanden? Ich. Komm schon. Come on. Come on. Wieso fragen die das jedes Mal? Ja, das fragen sie immer wieder. Warum? Ja, falls du irgendwas nicht verstanden haben solltest. Gott, ey, aber der Boss war eigentlich einfacher als gedacht. Der war einfacher als gedacht. Also ich habe jetzt mehr erwartet. Nidros, ne, also du hast gesagt, der wäre schwer, ne, also ich bitte dich. Ich meine, es ist genauso wie beim Boss. Ja, es deine Fans immer so runter zu machen. Es ist genauso wie... Du hast Chunk, schon Chunk, es ist genauso wie... Mensch, Chunk, pst, wir sind auch nicht perfekt und wir haben das damals gespielt, als wir noch jünger waren als du. Es ist genauso gewesen wie beim Boss zuvor. Die ersten Male gefailt. Okay, austesten, Punkt, Punkt, ausprobieren. Ist sicher klar, beim richtigen Zelda-Spielen, man muss den ganzen Weg immer wieder neu gehen. Das, was mit Elementen zu tun hat, war mir klar. Ich habe ja direkt erstmal mit dem Stab draufgehauen. Ich habe erst mit dem Feuerstab auf den Feuertyp draufgehauen, aber mir war es ungefähr klar, was ich machen musste. Ich fand ihn jetzt nicht wirklich schwer. Also ich fand, es gab schwierigere Bosse. Zum Beispiel die hier. Die haben was. Guck, die haben was drauf. Egal. Jetzt nicht mehr. 10 Pfeile, Mensch, wer braucht das denn? Da drüben kommt nochmal so ein scheiß Vieh an. Haben die Teile eigentlich auch einen Namen? Uff, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, hier mache ich einen Putt. Mach mal Schluss. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, ne? Mensch, heißt, Let's Play, so Let's Play, Link to the Past, wir nähern uns dem Ende. Ja, tun wir. Unglaublicherweise, aber ja. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, ihr habt nichts gegen meine Profihaftigkeit. Der Boss war halt eben einfach. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Und ciao.